Hallo Welt, da sind wir wieder hier auf unserem zweiten Außenposten. Hier wird vor allem Aluminium und Helium gefördert. Und da wird es doch Zeit, dass wir das vielleicht mal umbenennen in Altier C, Metallplatte zum Beispiel. So. Der Name gibt wieder Rätsel auf, oder? Wird Google wieder beansprucht jetzt. Ja, wir haben hoffentlich hier schon ein bisschen was drin, denn auf diesem Planet wird alles schneller gefördert. Oh, wir haben kein Gas. Wir haben auch keinen Feststoff drin. Ah doch, hier ist was gekommen. Beryllium ist schon ein bisschen reingekommen. Oh, wie schön. Oh, Hochspringer. Große Sprünge können wir hier ja nicht machen. Und wie sieht es dann hiermit aus? Sollen wir den auch einschalten? Dann haben wir aber zu viel Energie hier drin, oder? Halten um Schnellzugriff. Okay, wir brauchen Helium 3. Benötigt. Ja, Helium 3. Integrität. Keine Ahnung, was Integrität jetzt, was damit jetzt gemeint sein könnte. Weiß ich gerade nicht. Ja, ansonsten versorgt das doch notfalls hier auch alles mit Energie, wenn es mal keine Sonne gibt. Solararray. Schnellzugriff. Außenposten. Bewegen. Löschen. Kabel. Ach was. Müssen wir die etwa alle verkabeln noch? So, jetzt haben wir hier aber Energie drauf, oder? Ja, das hat doch vorher auch schon funktioniert. Ausgabe, Link und Kabel. Können wir trotzdem noch ein Kabel ziehen hier? Ausgabe, Link. Ja, haben wir ja. So, jetzt haben wir das auch verkabelt. Ausgabelink läuft ja nach hinten. Ja, da ist noch was. Kabel. Auch mal daran. Und das Kabel.
Packen wir auch mal hier dran, dann ist doch alles miteinander verbunden. Jetzt sollte da genug Strom drauf sein. Hier haben wir, glaube ich, noch nicht verbunden. Hier haben wir, glaube ich, noch nicht verbunden. Ausgabelink. Mit dem da oben. Oder? Oder haben wir das doch schon verbunden? Ach, ist bereits verbunden, da steht's. Okay. Dann abbrechen. Und hier Ausgabelink verbinden mit dem da oben. Ah, okay, das war noch nicht verbunden. Ah, okay. Da ist jetzt sofort das Beryllium da oben gelandet, hoffe ich mal. Ja, genau, da oben ist jetzt was drin. Ja, Aluminium wird auch schon gefördert. Ah, das ist schön. Ah, nur beim Helium kommt irgendwie nichts an. Warum nicht? Aber das stimmt doch, oder? Helium? Ja klar, sonst hätten wir das ja nicht verbinden können. Helium, Gas, passt. Aber warum da jetzt nichts gefördert wird, warum da nichts ankommt? Naja gut, es ist wahrscheinlich jetzt erstmal hier in den Generator geflossen, oder? Na, der Generator, der funktioniert irgendwie auch ohne Helium. Ich weiß nicht, hier wird zwar gesagt Betriebskosten 0 von einem Helium, aber... Ja, das Ding läuft, auch ohne Energie. Eigentlich. Was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass Helium direkt hier drüben reingewandert ist. Da ist schon mal Aluminium drin gelandet. Das ist schon mal schön. Ach so, und dann haben wir doch hier so ein Steuerpult. Lass mal gucken, der Eingang hier. Wir brauchen keinen Eingang. Oder? Eigentlich nicht. Ich wüsste nicht, was wir hier bräuchten als Eingang. Steuerkonsole. Aluminium. Abgehende Ressourcen, genau. Wie können wir das jetzt verbinden mit keiner? Vielleicht brauchen wir erstmal Helium dafür. Vielleicht landet Helium automatisch hier drin. Aktivieren geht nicht. Naja, vielleicht brauchen wir da ein paar Skills für. Vielleicht, naja gut, die Infrastruktur haben wir wenigstens dann schon mal stehen. Vielleicht läuft das so ab. Ach, hier ist Helium. Hier ist Helium 24 drin. Aber warum ist das hier drin gelandet? Außenposten. Ach, wir können hier auswählen, wohin das gebracht wird.
gebracht werden soll, oder? Bewegen. Ausgabelink. Er ermöglicht den Transfer von Ladung, während du dich an Bord deines Schiffs befindest. Transferbehälter, Außenposten. Transferbehälter, Außenposten. Bewegen, Ansicht umschalten, löschen, Ausgabelink erstellen. Nö, Baumodus, verlassen. Tja. Halt, Moment mal. Wir unterhalten uns später. Scheint so. Ziehst du deinen Anzug an? Ich will hier raus. Ziehst du nicht deinen Anzug an? Naja, dann halt die Luft an. Weil ich nämlich dachte... dass wir vielleicht doch noch einen Teil hier bauen. Dieses militärische... Fabrikator, Außenposten, Luftschleuse. Wohnmodul mit vier Wänden. Hydrokultur haben wir schon. Das Runde haben wir schon. Das können wir nachher weiter ausbauen, wenn wir wollen. Aber hier, das Wohnmodul Militär. Oh ja, ganz toll. Ja, das haben wir aber geschickt gebaut hier. Ja, okay. Dann bewegen wir das hier eben ein bisschen zur Seite. Direkt am Landeplatz, also eigentlich auch nicht so toll, wenn es da so laut ist. Und wenn wir das hier direkt anbauen... Da dachte ich. Ja, so oft wird er hier nicht geflogen, oder? Wenn was fliegt, dann ist das wahrscheinlich auch immer gleich ein Abenteuer für alle. Sehen, wir haben hier ein Wohnmodul, Militär, doch, das heißt nur Militär. Sieht auch ein bisschen militärisch aus. Nicht schön, oder?
Naja, von Wohnmodulen und so haben wir vielleicht genug jetzt erstmal. Gucken wir jetzt mal, dass wir Lager haben, wir industrielle Werkbank. Naja, was herstellen müssen wir hier eigentlich nicht unbedingt. Also mit sowas warten wir vielleicht jetzt wirklich noch, bis wir wissen, worauf es ankommt. Was brauchen wir überhaupt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier oft sein werden. Wir brauchen das eigentlich nur für Aluminium hier. Ja klar, wenn wir lernen, irgendwas anzupflanzen, dann hätte ich nichts dagegen, wenn wir da so eine Pflanze hier irgendwie züchten, wenn das ginge. So, für den Verkauf hier wieder neben die Tür einfach so einen Kasten hin. So. Und dann. Oh. Coole Poster. Muzzle und me. Das kommt mir aber sehr bekannt vor. Blue Harvest. Wo kenne ich das denn her? Der Hund im Mond. Danger. Außenposten 11. Oh Mann, das sieht ja spannend aus. Laser Love. So, jetzt werden wir aber verschwenderisch hier mit dem Aluminium, oder? Psychedelisch. Da ist irgendwas schiefgelaufen hier bei dem. Da haben sie ja die Naht gar nicht richtig. Die Naht ist ja gar nicht richtig hier gesetzt. Oder ist das Absicht? Ich glaube nicht. Nö, ich glaube sogar, das wäre fast richtig, nur falsch herum hier. Nee, die Naht ist falsch. 7. Ah ja. Straßentrockner.
Ja, ein Mülleimer wäre doch vielleicht gar nicht so falsch hier. So ein Recycling-Ding, so ein schönes, modernes. Ja, aber wieder zwei Aluminium, zwei Eisen. Da sollten wir lieber irgendwas anderes von bauen. Diagnose? Ja, aber das kann ja nichts. Wahrscheinlich, wenn überhaupt, dann rattert es noch in der Ecke oder so. Nee, wir brauchen, wenn... Ja, sowas hier kann ich mir vorstellen, dass wir so eine Rüstungsausstellungspuppe irgendwie hinstellen. Ja, okay, da haben wir jetzt kein Pigment. Was kosten denn diese Helmständer und so? Ja, auch alles Aluminium. Ja, übertreiben wir es mal nicht. Wenn wir, wie gesagt, wenn wir genug davon haben, können wir das immer noch bauen. Das hier vielleicht tatsächlich ja wenigstens ein, zwei davon bauen. Eisen, Aluminium und Nickel brauchen wir dafür. So, genug verschwendet. Auftragsbörse hier vielleicht auch. Ah. Und Kopfgeld loswerden. So. Extraktoren haben wir ja hier. Kraftstoffgenerator haben wir hier. Ja, Gasspeicher. Nein. Einfacher Fabrikator, nein. Gebäude, nein. Herstellung. Ach, eine Kochstation, ja. Vielleicht ein Photon. Betten gehen nicht mehr, wir haben kein Eisen mehr, oder? Ach, Aluminium fehlt. Okay, ich glaube, wir haben noch Aluminium da. Ich dachte, wir hätten Aluminium. Beryllium ist da. Wo ist nochmal unser Aluminium geblieben? Da drüben ist Helium angekommen. Und was ist hier alles? Hier ist auch Helium angekommen. Ach nee. Ja, schon gut. Aluminium ist da hier oben reingekommen. Warum haben wir denn keinen Helm auf?
Was atmen wir denn ohne Helm hier? Wir gucken, dass wir in der nächsten Folge weiterbauen. In dieser Folge haben wir ein Poster aufgehängt. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.